Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars Outlaws. Ja, ich weiß nicht, was wir machen. Ich lasse mich jetzt mal überraschen. Was habe ich denn? Habe ich irgendetwas geplant gehabt im letzten Part? Nö, ne? Wie immer, planlos. Nee, falsche Knopf. Dann müssen wir mal gucken. Warte. Die waren wohl in der Nähe der Berge südlich einer Einrichtung versteckt. Okay. Hey, machen wir. Ja. Genau, machen wir. Nein, falscher Knopf. Karte. Haben wir uns... Ah, da müssen wir fliegen, ne? Nö, das wollen wir nicht. Gleitermechanikerin. Achso, ne. Ich war zu meinem Gleiter. Schnellreise. Ach, sonst brauche ich wieder Stunden, bis ich hier raus bin. Jetzt muss ich leider noch mal ins Menü gehen. Um die Quest zu... Was ist mit Fähigkeit? Ja. Rauchbomben. Das ist auch gut. Ja, die Sache muss ich halt leichtfüßig. Schmuggelauftrag abschließen. Ja, machen wir alles. Jetzt habe ich wieder. Also. Hier, gestohlene Imperialen. Hochspiel, was sollte das? Wo ist mein... Wo ist er denn? Zeit zu verschwinden, Nix. Hallo, ich bin hier. So. Gab's ein Patch? Seit wann ist hier ein eingeschränkter Bereich? Huch, seit ich hier fahre. So. Gestohlene Ware. Hm. Mir war nicht angezeigt, wohin ich soll. Sorry. Da war Energiezentrale. Osanhügel. Huch, nee, so weit wollte ich nicht. So weit wollte ich nicht raus. Wo soll denn das sein? Okay. Das Wrack, die Hauptquest. Ah, ist gesperrt, weil wir hier, ja. Ja, aber wo wird mir das gezeigt? In Nähe der Berge südlich einer imperialen Einrichtung versteckt. Südlich der Berge. Imperiales Gebiet. Ah.
Das ist doch bestimmt dahin. Das ist doch bestimmt da irgendwo. Achso, hier sind wir. Ort für eine Basis. Jeder könnte auf diese Amberin-Felsen-Dinger klettern und sich alles ganz genau ansehen. An alle Einheiten. Die Verdächtige wurde bei der Aussicht gesehen. Ja, ja. Sich dorthin und verhaften Sie sie. Oh. Gut festhalten. Ja, es muss mal ein Spin-off geben hier mit meinen Fahrkünsten. Aber wo? Wir fahren jetzt durchs Wasser. Wo genau soll das denn sein? Hoppla. Also mir wird nichts angezeigt. Achtung! Uns wurde eine Verdächtige in Ihrem Sektor gemeldet. Finden und festnehmen. Jetzt lass mich nochmal auf die Karte gucken. Annexes Grobianjacke. Okay. Zaffes Tresorraum. Oh, den habe ich nicht mitgenommen. Verdammt, müssen wir nochmal hin. Haben wir alles fertig. Nee, das kann nicht da sein. Dura-Faserstoff. Kompressor für Rauchbomben. Sängerfarm. Da auch. Aber das ist bei denen. Und ich will mich im Moment Flugbotterhügel. Aber warum wird mir das nicht angezeigt? Nee, das sind die Spikes. Hier ist Imperial. Kann ich noch mehr raus? Nein. Kannst wieder reinzoomen? Danke. Hier sind auch die Imperialen. Aber hier sehe ich nichts. Nein, sorry. Ich wollte eigentlich nur... Oh, Spiel. Ich darf den nicht bewegen. Okay. Also, hier hätten wir den Tresorraumschlüssel. Ja gut, mal was anderes. Ich finde es nicht im Moment. Es gibt ja nur zwei. Hier geht die Haupt... Story auch weiter. Oder hier. Und das haben wir schon, der Grund. Imperialkonsul gesucht, Status löschen. Ach, das... Ach, jetzt weiß ich, was das ist. Ja, okay. Aber...
wird mir nichts angezeigt. Die Waren wurden in der Nähe der Berge südlich einer imperialen Einrichtung versteckt. Man munkelt, dass jemand konfiszierte Waren aus einer imperialen Einrichtung gestohlen hat. Ach, komm. Ein Naxus Grobian-Jacke. Machen wir das. Zielperson verloren. Kehren Sie auf Ihre Positionen zurück. Alles so. Ich sollte mich bald mal melden. Ja, dann melde ich mal. Die sollten wirklich mehr Leute einstellen. Meckerst du, wenn ich da hochkletter? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Wie sieht das denn hier aus, sagt man. Besser als der letzte Posten. Ich kann's kaum erwarten, meinen Gleiter abzugraden. Da ist auch eine Kamera. Das ist wieder so ein Reinschleichding, ne? Ich muss nur noch ein paar Kredits abschöpfen. Ah, okay. Ach, viel weg. Observierung gehört zum Beruf. Die müssen hier irgendwo sein. Kannst du mal das da hinten sabotieren? Schalten wir den Alarm ab. Ich muss meinen Blast aufrüsten. Da war nichts zu sehen. Kaputt. Hast schon gehört, sind wir mal gerecht. Okay. Kamera. Einmal mit Profis arbeiten. Wer will das nicht mit Profis arbeiten? Ich will auch mit Profis arbeiten. Okay. Von hier sind wir doch gekommen. Oder? Da unten ist doch der da. Ja. Nee, hier könnten wir nur runter. Okay. Also, wir dürfen da nicht rein. Ich frage mich, was der Rest der Bande vorhat. Als Kopfgeldjägerin war ich besser dran. Hi. Hey. Zeig mal. Hab ich das nicht schon... Was ist das? Ich hab's mal gekauft. Ich hab nichts zu verkaufen. Danke, Sif Bola. Siehst du was? Es ist ja nicht für immer. Irgendwer würde was lostreten. Das sollte ich in einen Bericht schreiben. Vermutlich muss ich bald weiterziehen.
Ich sollte mich bald mal melden. Schießen oder erschossen werden, sage ich. Bram Shano, Alter 48, Beruf Barbesitzer. Bram ist Eigentümer und Betreiber des zerbrochenen Hufs, einer beliebten Sportbar im Arbeiterviertel von Canto Bay. Byte oder so. Ermittlungen bezüglich seiner Unternehmung legen nahe, dass er dort ein legitimes bezüglich seiner Unternehmung legen nahe, dass er dort ein legitimes... Wow. Warte, nochmal von vorne. Ermittlungen bezüglich seiner Unternehmungen legen nahe, dass er dort ein legitimes Geschäft führt. Allerdings ist er unbeständigten Gerüchten zufolge in die Planung von Überfällen und die Manipulation von Kämpfen und Rennen verwickelt. Darüber hinaus agiert er angeblich als Zähler für Diebesgut. Dies sind augenscheinlich geringfügige Aktivitäten und das ISB sollte sich auf Canto Bay hauptsächlich um Van Davis und die sechste Sippe kümmern, zu denen Bram keinerlei Verbindung hat. Okay. Was siehst du? Hab nichts gesehen. Okay. Den muss... Ich muss nur noch ein paar Kredits abschöpfen. Das hier ist der langweilige Teil. Nix. Es ist Showtime. Was ist das für ein Ding? Da ist sie! Sie kommen in unsere Richtung! Verstärkung! Wir schaffen das! Ich hab's extra gemacht. Sterbe. Wir dürfen nicht erwischt werden. Also da ist schwierig reinzukommen. Vielleicht gibt's noch eine andere Seite. Wir gucken mal gleich auf Karte. Mal wieder. Okay. Wir haben ja gesagt, wir machen das nicht, weil ich das nicht finde. Ich weiß nicht, wo das ist. Irgendwo Süden. In den Bergen. Uch, nicht so weit raus. Süden wäre für mich jetzt, dass der Norden ist, ist hier Süden. Nee, Osten. Hier ist Süden, so. Oh. Aha. Okay. Wer weiß, vielleicht kommt noch ein DLC und das wird freigeschaltet. Oder es wird später freigeschaltet, wenn man mit der Hauptstory weitergeht. Deswegen. Wir haben gesagt, wir machen das nicht. Wir wollen das machen. Jetzt ist die Frage, du kommst da nicht rein. Und das, du bist da. Vielleicht hier hinten. Okay. Ich muss mal gucken, es tut mir leid. Ich stehe da und gucke in die Richtung. Das heißt, ich muss rechts. Ja. Jemand hat die Verdächtige in ihrer Nähe gesichtet. Suchen Sie weiter. Ach.
Die Nervensägen auch. Wir haben die Zielperson verloren. Brechen Sie die Suche ab. So. Okay, wir fahren einfach mal so weit, wie es geht, ja? Okay. Komme ich hier irgendwo hoch? Hätte ja sein können. Es hätte alles sein können. Okay. Du jemals das Gefühl, dass sich jemand belauscht? Wenn diese Schicht vorbei ist, da können wir runter. Ich sollte mich bald mal melden. Ich nehme alles mit. Wo ist meine Verstärkung? Ich muss meinen Blaster aufrüsten. So. Jo, ich bin Kay West und darf nicht überall bei euch rein. Ich kann da runter. Ich sollte mich bald mal melden. Okay, ich geh mal runter. Müssen wir ein bisschen die Gegend angucken. Das ist in die Richtung. Nur so ein Außenposten. So, nix. Es geht los. Ja, komm, wir fahren. Sind das Flatternester? Willst du nachschauen, nix? Was will er nachschauen? Flatternester? Ist alles ruhig, glaube ich. Hä? Was will nix machen? Schön, dich zu sehen, Zeitler. Was für Flattern ist da? Och, Menno. Was machen die denn alle hier? Niemand hat dich gezwungen, hier mitzumachen. Oh, das wird mir noch leid tun. Das hier ist der langweilige Teil. Oh. Ich muss doch endlich mal bemerkt werden. Von ausgezeichnet sind wir runtergefallen. Es ist ja nicht für immer. Weil ich zu spät gemerkt habe, dass es ein Stehlen ist. Okay. Wie lange soll der Auftrag hier denn dauern? Die Pikes sind Flattern ist er. Verstanden. Er rennt so weit vor, er hat was entdeckt dann, oder? Na gut, ich komm ja schon. Ja, ich bin da.
Ich vertraue dir hier, Kumpel. Achso. Renn noch nicht so schnell. Denn jetzt? Oh, ich hoffe, das lohnt sich mehr als dieses Wurmgelee, das du mich in Kanto hast suchen lassen. Hast du gefunden, was du wolltest? Schön. Aber ich wollte noch gar nicht hin. Aber okay. Mir ist den ganzen Weg zurück, oder? Kletter hier hoch. Oh Mann, ich habe was gestohlen. Das war nicht gut. Ich habe es zu spät. Mein Finger war schon am Abzug. Von dem her. Okay, wir müssen aber weiter. Wir müssen irgendeinen Weg ins Lager finden, ohne dass wir sie noch weiter verärgern. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ja, okay, ich hab schon verstanden. Gibt's hier was? Guck mal da drinnen. Hör doch auf. Ewige Gestöhne. Ich gehe dem Fragezeichen nach. Okay, wir versuchen es nochmal hier.
Ach, das ist aber wieder hier. Hm, versuch mal eine andere Seite ein bisschen. Ich will erst mal gucken. Darf ich hier rein? Nichts gesehen. Nur noch ein kleines bisschen. Ich sollte den Bericht abschicken. Man könnte schlechtere Arbeit haben. Gibt es wirklich nur diesen Zugang? Oder da irgendwo. Ja, da sieht eine Mauer aus, das könnte man hochklettern. Aber sieht auch nur, wir gucken mal. Besser als der letzte Posten. Ich muss meinen Blaster aufrüsten. Ich sag ja, es sieht nur so aus. Ach komm, also kann man sich doch festhalten. Ich gucke nur, ob es vielleicht irgendwie gibt es da noch einen Geheimeingang. Aber scheint nicht so zu scheinen. Ich gucke, ich gucke. Au, das tat weh. Mir geht's gut, ja. Ehrlich. Ich hoffe es. Nee. Warte mal, ich hab doch hier... Mando? Ah, Crimson Dawn. Eine Frau Strecker-Druide. Huch. Ärger im Anmarsch, Nix. Da kommen wir nicht hin. Kommen wir nämlich mal hier runter. Das ist tief. Okay. Also gut. Kein geheimer Eingang. Wir müssen also vorsichtig uns jetzt da. Durcharbeiten. Ich habe gesehen, da ist eine Wand zum Klettern. Ich guck noch mal. Okay. Nicht gut, nicht gut. Hab nichts gesehen. Nur noch ein
ein kleines bisschen. Na, sieh mal, dein Anwärter ist. Es gibt nichts Langweiligeres als eine Observierung. Wie lange muss ich mich damit noch rumschlagen? Hoff mal lieber, dass ihr Lehrer nichts davon mitbekommt. Das kann doch nicht alles sein, oder? Natürlich kann ich nicht speichern. Ich sollte mich mal melden. Wenn diese Schicht vorbei ist. Nix, ich brauche eine Ablenkung. Was ist das für ein Viech? Wenn ich reich bin, brauche ich das nicht mehr. Kann ich speichern? Oh, es geht runter, oh Gott. Nein, das schaffen wir nicht. Weil das ist so ein blöder Roboter wieder. Und die Jacke ist bestimmt da drin. Vergiss das. Man könnte schlechtere Arbeit haben. Der schlimmste Planet, auf dem ich je war. Nee, vergiss es. Komm, wir gehen. Nee. Ich bin nicht lebensmüde. Nein, dann versauen wir uns das mit denen ja auch. Ich weiß, man kann es wieder aufbauen, aber das ist mir hier nicht wert. Wir hauen ab hier.
Können ihre Jacke behalten. Wenn diese Schicht vorbei ist, ist alles ruhig, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen, die Wand zu Ende mitzubringen. Ich frage mich, was der Rest der Bande vorhat. Mogutu Data Crispo. Okay, wir gehen. Nein, was? Das. Nein. Vergesst das. Also man muss da nicht jeden Scheiß machen. Wir können immer noch, wenn wir irgendwann rausfinden, dass die doch nicht so toll sind. Erstmal müssen wir alle Fraktionen kennenlernen. Im Moment sind wir gut mit denen. Der ist da irgendwo. Wenn man schneller sind. So einfach. Nee. Wir gucken mal, dass wir das alles ein bisschen geregelt schaffen. Also, wir gucken uns die Syndikate an. Die sind alles wahrscheinlich Idioten. Warum kriege ich dadurch? Gerade dadurch. Aber ja. Wenigstens müssen wir mit. Wir müssen wenigstens mit einem gut auskommen, oder? Eine Truppe. Alles unter Kontrolle. Viel zu tun, so viel zu tun. Alles ruhig. Ist wieder da oben, ne? Vielleicht kann ich eine Pause machen. Guter Ort für Operationen. Jetzt muss ich auf der Zielgeraden stolpern. Ist hier jemand? Man kann leicht in der Menge untertauchen. Von hier unten hat man den besten Überblick. Jede Menge Laufkundschaft. Ja, wir brauchen wirklich die Karte. Meine Zone ist sicher. Hier ist kein Weiterkommen. Crimson Dawn hat Augen überall. Das ist also wieder dadurch. Okay. Nichts zu vermelden. Ich sollte mir eine Zauberparty suchen. Ich könnte bei der Kantine vorbeischauen. Wir haben es ja schon mal gemacht. Warum nicht nochmal zum Drücken? Komm, zischt ab. Ja, verstanden. Ich kann nicht gleich so lange hier drücken.
Oh, die kommen gleich wieder. Ich muss mich piesen hier. Heute will mir auch nichts gelingen. Na komm, nicht so lange lang. Ich habe Gutes gehört. Weiter so. Okay. Ich muss mir was überlegen. Wir müssen, glaube ich, sowieso ist der Tresorraum da. Dann können wir das eigentlich auch zum Schluss machen. Ach, wir haben ja die schon. Ja. Muss ich die unbedingt machen? Müssen wir nicht, ne? Ach, bitte. Komm, wir machen was anderes. Der ist auch im Weltall. Danke hat Kate zu einer geheimnisvollen Sabbatgrund. Oh, das können wir mal machen. Das ist dieses Kartenspiel, ne? Ja, das können wir uns mal einmal angucken. Kommt. Das können wir mal machen. Sofort. Er ist nicht hier. Hast du was verloren? Was ist T9? R5T9 ist ein hochmoderner Astromech und er weiß, dass er mich hier treffen soll. Du hast ihn verschwinden lassen. Warum sollte ich den rostigen Schrotthaufen stehen? Der verpasst mir bloß Stromschläge. Was ist mit den Banditen beim Typhonfelsen? Die schockt er auch gern. Würdest du nachsehen, ob T9 von den Banditen aufgelauert wurde? Ich halte nach ihm Ausschau. Und wenn ich ihn finde, sag deinen Freunden, dass ich dir geholfen habe. Ja, das machen wir. Später. Das machen wir später. Jetzt gehen wir Karten spielen einmal. Das ist unten, ne? Oder was hat der Fall zu sagen? Okay.
Das ist bestimmt da, wo die reingekommen sind. Ah, Danka ist auch hier. Kommen wir nachher wieder. Noch eine Mission abholen. Und du bist? Kay Vess. Danka hat mich eingeladen. Ach, wirklich? Na, meinetwegen. Okay. Okay. Ich habe mal gehört, wie eine Imperiale eine Riesensumme verloren hat. Dann Ort und Was bedeuten denn all diese Symbole hier drauf? Wirklich? Danka hat dich eingeladen? Ja, ich bin Kay Vess. Wollen wir spielen? Ja, annehmen. In diesem Zug die Gebühr für Zinsen. Ja, wir haben ja nur die. Okay, Spielstab. Ist noch ein Platz frei? So. Kiste Sabak. So, wir haben jetzt zwei Karten. Wir ziehen mal eine. Also, letztes Mal habe ich ja schon den Verdacht gesagt, dass es vielleicht immer ein Pärchen sein muss. Jetzt haben wir hier zum Beispiel weiß, orange, eine 2 soll das sein mit demselben Symbol. Und hier nehmen wir das. Und schmeißen die weg. Ninolia. Jetzt zieht eine 5 oder so. Und schmeißt eine 6 weg. Okay. Kontrolle. Ich ziehe. Jetzt zieht irgendeins. Ich werde ziehen. Wir machen eine Zollverordnung. Nimm das. Und dann halten. Ich passe. Gini Nolia. Ich passe. Ich passe. Ja, ich auch. Halte. Gianyapa, Kimpa. Kontrolle. Ich halte. Ich halte. Wisst ihr, was das ist? Sabak. Ah, okay, habe ich es verstanden. Hochstapler. Okay. Sie würfelt jetzt? Sylop Sabak. Das ist Pech. War ja einfach. Okay. Runde 2. Oh, 1 haben wir und 6. Nolia. Ich will ziehen. Ich ziehe. Wir ziehen auch. Komm schon. Was war das? Haben wir wieder ein Pärchen?
Ja, bestimmt sollen wir gewinnen hier. Ich ziehe. Ich werde ziehen. Okay. Hatte zwei Chips zurück, aber ich habe ja gar keine. Okay. Wir halten. Halte. Kontrolle. Ich will ziehen. Nehmt das. Ich passe. Das hätte ich nicht machen sollen. Okay. Jetzt kann ich aber Rückerstattung. Tut mir leid, Kontrolle. Und halten. Ja, halte. Giala Emta. Das ist ein Sabak. Oh. Ich bin raus. Einser Sabak. Oh. Das ist jetzt meins. Heute ist wohl mein Glückstag. Ah, ich denke, gutes Spiel. Danke, hat das der war Fest, jetzt mal Glück. Hast du vorprogrammiert, dass wir gewinnen. Immer. Dann hat Danke auf jeden Fall was für dich. Ah, danke fürs Spiel. Okay. Haben wir gemacht. Gemacht. Okay, meine Bekannten sind beeindruckt. Kennst du Bosnok? Er hat einen Tisch drüben in Kaslo Sabakhalle. Bosnok? Wie hat der einen Tisch bekommen? Sein Boss scheint ihn zu mögen. Bist du dabei? Sieht so aus. Dann werde ich noch mal zu Bosnok gehen. Ja, können wir machen, aber ich würde gerne... von ihr auch noch mal Aufträge annehmen. Heute habe ich Folgendes für dich. Oh. Schnellreise ist eingeschränkt. Hohes Risiko. Aber das ist wieder da, wo wir so schwer reinkommen, ne? Wir nehmen den Auftrag mit, weil wir müssen irgendwann sowieso wieder rein. Damit solltest du erstmal beschäftigt sein. Jo, bin ich. Sollen wir nochmal Kartenspielen gehen? Können wir eigentlich mal machen, oder? Oder machen wir später? Ich hab da was, das wird Ihrem Ergehen. Ich könnte Ihnen eine Menge Dinge zum Tausch anbieten. Und da haben wir jetzt zwei Sachen von. Ja, der hat ja nichts anderes. Nein, ich kaufe das nicht. Keine Sorge, sie kommen wieder. Ja, ich komme wieder. Gucken wir mal gerade.
Wo ist Walfang? Das wäre da. Ja, wir versuchen es einmal. Vielleicht ist es ja nicht da, sondern woanders. Wir gucken mal, wo wir das hin platzieren wollen. Schön, einen echten Profi zu sehen. So. Da unten. Okay. Ich könnte bei der Kantine vorbeischauen. Ja, ich bin dran. Entspann dich mal, ich mach das schon. Was ist das? Na schön. Du hast es geschafft. Die Kredite sind auf dem Weg zu dir. Ja. Okay, haben wir das gemacht. Ich finde wieder mit dem Weg nicht raus. Ich bin 20 Mal schon hier gewesen. Scheiße. Ich bin wirklich. Nix, jetzt kein Mux. Nur noch ein kleines bisschen. Das ist doch hier oben entlang gewesen, oder nicht? Sehr schön. Auftrag abgeschlossen. Nächste. Das könnte man machen. Oh, ich bin dafür. Das. Okay. Ach, ich schließe immer, dabei will ich auf die Karte. Es ist da. Wollen wir schnell reise hier hin? Und gucken mal. Lalalala. Machen wir heute ein bisschen. Unten. Okay, gehen wir mal runter. Ich habe gehört, dass an den Tischen gefälschte Kredits im Umlauf sind. Das ist echt mies. Was ist das hier nicht? Botzka ist doch der da im Glas, oder? Jetzt mal Glück. Oh, ich will doch nur Sabak spielen. Hältst du denn auch den Mund, was unser kleines Spiel hier angeht? Ich lasse Kredits reden. Das klingt gut. Also manchmal überrasche ich mich selber.
Bosnok. Schön, dich zu sehen. Wie läuft's bei Crimson Dawn? Eindringling. Tja, ihr Lehrer kann echt nerven, aber was soll man machen? Dafür krieg ich den Bonus. Hör mal, ich warne dich. Ich bin in letzter Zeit echt gut geworden. Ach, das war ja alles. Du spielst also bei den Großen mit. Aber denk dran, nicht schummeln. Ich habe ein Auge auf deinen kleinen Freund hier. Schau ihn dir an, so viel du willst. Ich hol mir deine Kredits. Na gut, weißt du was? Bei deiner großen Klappe werfe ich noch einen ganz besonderen Bonus in den Topf. Spielen wir. Schummeln ist nicht erlaubt. Okay. So. Rückerstattung. Bereit für ein echtes Spiel, Bosnok? Du hast ein ganz schön loses Mundwerk, weißt du das? Gut. 4 und 6. Nicht so gute Karten. Schauen wir mal. Nimm eine Karte. Oh, nicht gut, nicht gut. So. Dann schauen wir mal. Eine 3 und eine 6. Ja, es ist nicht gut. Wir ziehen mal eine Karte. Ja, dann haben wir... Ja, werf ab. Nimm das. Ja. Karte. Na los, ziehen. Gininolia. Na dann. Na dann, auf gut Glück ziehen wir eine. Und schmeißen die Vierer weg. Ich will ziehen. Hey, nicht so schnell. Nimm eine Karte. Kise. Dimaginolia. Gratis Zug. Das wird euch nicht gefallen. Neue Karte. Ja, wir nehmen jetzt hier von einem. Ja. Nimm das. Karte. Geizhals, Sabak. Das war ein Fehler. Wir haben gar nichts. Okay. Runde 2. Vier
4 und das, was ist das? Ein Joker oder was? Genie Nolia. Was ist das? Sandkarte. Was ist denn eine Sandkarte? Ich muss mal kurz auf die Regeln schauen. Zielkarten. Hände bestehen aus 2 Karten. Ah, das sind Sandkarten. Okay. Und mach die weg. Ja. Nimm das. Ist das dein Ernst? Ich will ziehen. Eine 5. Halte. Atima Gininolia. Okay. Ich hab hier was für euch. Okay, dann würde ich gerne mal ziehen. Ja, die 4 weg. Karte. Mist, ich habe nichts mehr zu trinken. Seid ihr bereit dafür? Ich halte. Jipa. Ich weiß nicht, was da hinten liegt, was das für ein Symbol ist. Neue Karte. Okay. Die 6 schmeißen wir weg. Ich will ziehen. Puh. Kontrollkarte. Das ist Sylopsabok. Sylopsabok. Das ist ein Sabak. Wir würfeln darum. Okay. Das hast du Kaka Ita Miki Andoba. Okay. Dann schauen wir mal. Wir ziehen natürlich. Und schmeißen die weg. Ich halte. Ah, Kise! Ist das dein Ernst? Genie Nolia. Ich habe keine mehr. Ich verliere. Bin gleich raus. Keine Münzen mehr. Wie wär's damit? Ich muss halten, ich habe keine Münzen mehr.
aufpasse. Na los, ziehen. Verdammt, wir verlieren. Dinka, Jipa. Halte. Nimm eine Karte. Ich glaube, man muss verlieren erstmal, oder? Ja, ich hab nichts mehr. Geizhals-Sabak. Ja, Yuyana Sawata. Impa, Sabo, Zum, Uba Agua Umka. Okay, wir spielen nochmal. Der kleine Schlitzorder. Ich bin gerade nicht mehr so gut drauf. Nee, komm. Nee, wir spielen. Was ist das für eine Rückerstattung? Langweil mich nicht, ja? Wir werden sehen. So, jetzt ein bisschen Achtung hier. Wir haben schon einen Sabak, aber einen... 5er Sabak. Ja, halte. Ich passe. Nimm eine Karte. Tinka Jipa. Ist das dein Ernst? Tja, tut mir leid, Leute. Passe. Nimm das. Ich halte. Spiel diese Kontrollkarte. Na los, ziehen. Ah, Kise. Jipa. Oh Mann. Ich passe. Silop Sabak. Jeboratima. Ha, Sabak. Na toll. Sabak. Seht her und weint. Toi, toi, toi. Das hast du Kakaida Miki Antoba. Runde 2. Okay. Gini Nolia. Hey!
Wir ziehen auch. Komm schon. Wir nehmen die. Nimm das. Ist das auch Magis? Karte. Nimm eine Karte. Die Magie, Nolia. Wir sind dran, ne? Viel Spaß damit. Oh, basta, du! Wollen wir auch ziehen? Gib mir was Gutes. Die weg. Ich will ziehen. Kontrollkarte. Na los, ziehen. Datsakise. Gini Nolia. So, was haben wir? Nein. Wir halten. Halte. Karte. Nimm eine Karte. Er hat wieder einen Einser. Der mit dem Würfel. Und jetzt, ich habe doch keine Ahnung. Würfel wurde geworfen. Wähle ein Ergebnis, um es der Hochstaplerkarte zuzuweisen und deine Hand zu bilden. Da ist er ja. Ich bin raus. Sie ist raus und er hat Einser. Ja, sag ich doch. Nicht jeder hier zählt Karten, Boss Nock. Wir werden wieder verlieren. Ich bin dran. Kontrolle. Neue Karte. Okay. Oh, halte. Atima, Gini Nolia. Komm schon. Oh, verdammt. Zeit für die Kontrollkarte. Ich halte. Gini Nolia. Wir haben noch eine Münze, die können wir versuchen und dann sind wir raus. Dann schauen wir mal.
Oh, sehr gut. Ich hoffe, es klappt. Halte. Azima, Gini, Nolia. Ich hab nen Wurf. Oh, bitte Würfel. Bitte eine Eins. Zeit für den Glückswürfel. Ist das dein Ernst? Da Zazabok. Tum uba agua unka. Der hat schon wieder gewonnen. Oh nein. Aber das ist eine Aufgabe. Wir müssen gewinnen. Ich hab dich gewinnen lassen, Bosnok. Okay, alle guten Dinge sind drei. Ich weiß, es ist vielleicht langweilig für euch, aber... Ich bin mal nicht so hart zu dir, Bosnok. Ja. Wir müssen doch nur gewinnen. Oh Gott, wieder so blöde Karten. Na los, ziehen. So geht das. Ginino Lia. Na dann. Okay. Nimm das. Ich will ziehen. Jetzt sieht's übel für euch aus. Ich halte. Adima, Gini, Nolia. Wir nehmen das hier. Ich hab hier was für euch. Dann schauen wir mal. Toll. Karte. Spiel diese Kontrollkarte. Halte! Ha! Kise! Ist das dein Ernst? Gini no Lia. Obais. Ha! Kontrolle! So, und wir ziehen eine Karte. Und zwar die hier. Die weg. Nimm das. Ich glaube, das war ein Fehler, ne? Ich halte. Ja, scheiße. Schlechter Zug, Bosnok.
Sabak. Oh, Mann, ey. Ich hätte das behalten sollen. Karte. Immer wieder würfeln können. Ich habe nicht dran gedacht, dass wir schon... Okay. Wir haben einen Vierer-Sabak. Atima Gininolia. Wir halten. Ja, halte. Nimm das. Ich will ziehen. Was hab ich mir nur dabei gedacht? Ich halte. Kisei. Ist das dein Ernst? Gininolia. Was hast du? Bitte schön. Okay, und ich halte. Passe. Ich habe ja auch keine Münzen mehr. Hey, nicht so schnell. Nimm meine Karte. Oh, ich passe. Ich passe. Na los, ziehen. Ja, yu, ja, na, sawata. Gino, wo bei ist? Sabak. Hochstapler. Oh nein, bitte keine Eins. Warum habe ich das gemacht? Mein Glückstag. Oh Gott sei Dank. Wir haben einmal gewonnen. Letzte Runde. Okay. Ja, wir ziehen. Na dann. Und zwar die. Und schmeißen die weg. That's a kisse. Atima Gininolia. Ich halte. Halte. Gininolia. Halte. Jipa. Das ist ein Sabak. That's a Sabak. Immer her damit. Okay, fertig. Nein, noch eine Runde. Runde 4. Ah, er und ich nur. Okay. Ah, schlechte Karte. 5 und 4 haben wir. Imaginolia. Gib mir was Gutes.
Katinka Jipa. Komm schon. Komm, jetzt eine Eins. Oh, eine Zwei. Jipa. Oh. Was Gutes. Eins. Jawohl, ja. Das hast du nie. Einser Sabak. Ihr habt den Druiden gehört. Da. Fertig? Na, wer sagt's denn? Ich bin Gott sei Dank. Gewonnen. Ja, ja. Aber bitte ja. Aber schönes Spiel. Gutes Spiel, Boss Nock. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Komm gerne wieder. Ich gewinne es schon alles zurück. Hey, könnte schlimmer sein. Du hättest noch mehr Geld verlieren können. Hm. Diese Runde gewinnst du. Davis, es heißt, du hättest Bosnok im Sabak geschlagen. Stimmt das? Natürlich. Ich habe ja einen Ruf zu wahren, oder nicht? Jetzt werden alle Spieler in Mirugana deinen Namen kennen, Kleine. So etwas verbreitet sich schnell. Eventuell bekommst du sogar Einladungen von anderen Planeten. Huch. Der hat sich in Luft aufgelöst. Okay, ihr Lieben, das soll es aber gewesen sein für diesen Part. Es war ein etwas ruhiger Part. Ja, ich weiß. Wir können noch kurz schauen. Das ist so ein Hauptding, was man halt da machen kann. Also, wir hätten Hauptquest Wrack. Oder der Verräter. Der Verräter ist aber im Weltall, deswegen machen wir das nicht erstmal. Dann haben wir hier schnelleres eingeschränkt, beschafft die Fracht und liefer sie ab. Machen wir auf Karte anzeigen. Ja, im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.